Hi, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Angespielt. Der Tiger wurde vorgeschlagen. Und das sieht wie ein. Hier stand nur was gerade mit Simulation. Ein Tiger-Simulation. Hier, der Tiger-Online-Simulation. Wir spielen einen Tiger. Okay, müssen wir Skins. Können wir für Skins freischalten? Einen Silbertiger. Einen mächtigen Tiger. Und einen normalen Tiger. Ne, einen Goldtiger und so weiter müssen wir freischalten. Wenn wir bestimmte Level erreicht haben. Ja, wieder Male oder Female macht hier anscheinend gerade keinen Unterschied. Sieht anscheinend exakt gleich aus. Und Attribute. Ich habe keine von den Tiger-Tatzen hier oben. Das heißt, ich kann weder mein Leben, meine Verteidigung noch meinen Angriff, meine Geschwindigkeit erhöhen. 800 Erfahrungen, Hunted Animals, Killed Animals und so weiter. Nö, Skills. Claw Burst, Basic Auras. Alter, was gibt's denn jetzt? Heftig. Special Frozen Ring. Basic. Okay. Naja, gucken wir uns das später mal an. To unlock Reach Level 2, ne? Wollen wir mal spielen. Tropical Forest. Koop oder PvP? PvP können wir erstmal mit Level 5 machen. Aha. Dann schauen wir doch mal, was es hier so gibt. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Oh, der Sound und ja. Ups. So, ich kann auf jeden Fall mit WASD. Boah, die Kamerasteuerung ist ja räudig. Okay, ich glaube, ich bleib so. Muss ich denn nur gerade die Klauen. Ich habe da hier irgendwas gesehen. Da. Okay, der hat die schon gekillt. Die haben die alle schon gekillt. Ah, ist ja ärgerlich. Hier sind halt sehr, sehr viele Tiger, aber hier sind noch Mäuse. 86 Erfahrung, 86 Erfahrung. Nice. Dann kommen wir relativ schnell auf Level ab. Da hinten sehe ich ganz, ganz viele. Oh, Player left the game. Was haben wir da? Affen? Naja, die klettern noch weg, Mann. Oh Gott, haben die viel Leben. Penner greift mich auch an. Gibt aber auch 325 Erfahrung. Nice. Vielen Dank fürs Helfen. New Skills available. Enhanced Damage. Nee, ja, wo waren das gerade? Oh, was geht denn da ab? Okay. Wir waren doch gerade irgendwas mit Enhanced Damage. Basic. Auras. Enhanced Damage. Hier ist Skill Locked. Achso, Skill Locked. Was mache ich jetzt mit meinem einen Punkt? Unlock für 11 von den komischen Juwelen. Will ich aber gar nicht. Bin ich geizig. Na gut, müssen wir wohl warten. Damage plus 22%. Oder auch nicht. Upgrade. Und da fetter Skill. Was haben wir hier noch? Attribute. Wir haben ein paar von den Münzen bekommen. Können wir unser Leben steigern, unsere Verteidigung, unseren Attack machen wir höher. Und Speed erhöhen wir. Wer braucht schon die Verteidigung? Tja, lächerlich. Nein, meine. Ich hätte ganz gerne nochmal die Affen killen jetzt mit. Oh, haben wir Marder? 6 Leben, na gut, die können, bring nicht allzu viel. Wir werden jetzt mal ein bisschen vom Anfängergebiet wegbewegen. Was haben wir hier? Achso, ich krieg jedes Mal, wenn ich Gegner kille, kriege ich hier Gold. Ach, guck mal, der visiert die automatisch an. Brauche ich nicht mal laufen. Da haben wir Äffchen. Kommt her. Erfahrungen, natürlich ordentlich. Dings kriegen wir dazu. Okay, mehr brauche ich auch gar nicht drücken. Einmal drücken reicht schon völlig aus. Kann ich dir irgendwie helfen? Na, naja, anscheinend nicht. Er hat ein bisschen auf Leben geskillt. Er hat 480 Leben. Ich habe 465. Oh, was haben wir da? Ein Schaf? LOL! Bleib hier! Warum steht nur eine 8 über mir?
600 Erfahrung. Nicht schlecht. Level up. Okay, wir kriegen hier auch Juwelen, wenn wir Gegner killen. Wenn wir Level aufsteigen, meine ich. Jetzt brauchen wir 3500 Erfahrung. Müssen wir uns ein wenig weiter reinbewegen. Ja, immer ein bisschen auf Health, ein bisschen auf Defense, Attack. Und dann geht's weiter. Na, ein bisschen weiter reinbewegen. Wir brauchen ein bisschen Erfahrung. Zack. Ja, die haben ein bisschen, bisschen Leben, ne? Critical Strike, ne? 600 Erfahrung. Und wir haben schon wieder hier was bekommen. Okay, schon gekillt. Ist irgendwas mit 9? Achso, ich heile mich. Ah, verstehe. Das ist gut. Schniff! Das Spiel ist gecrashed. Das ist ja super ärgerlich. Aber interessanterweise haben wir alles behalten. Ist ja witzig. Das ist ja cool. Ja, ich denke, es lag daran, dass ich irgendwie noch zwei andere Apps im Hintergrund offen hatte, die wahrscheinlich sehr, sehr viele Ressourcen geschluckt haben und irgendwann Bluestacks gesagt hat, boah, wenn du jetzt noch weitermachen willst, dann mach mal irgendwas zu, ne? Und deswegen ist es einfach mal komplett abgestürzt. Aber sehr, sehr nice auf jeden Fall. Ach, verdammt, ich bin wie am Anfängergebiet. Da habe ich mir noch so Mühe gegeben, endlich rauszukommen hier. Aber gut, wir haben zumindest unseren Progress nicht verloren, das ist sehr nice. Wir werden jetzt also einmal wieder da hinten hinlaufen, da wo wir gewesen sind. Währenddessen vielleicht mal ein bisschen Erfahrung mitnehmen. Alter, mir gefällt das Spiel echt gut, muss ich sagen. Gefällt mir echt. Ich bin ja gespannt, was es noch so gibt. Was haben wir hier? Achso, das sind Freunde. Was haben wir hier? Keybindings. Ach nee, das ist ein Chat. Das sind die Skills, ja klar. Trophäen, Scoreboard. Und was ist das hier? Wahrscheinlich wieder zurückporten, ne? Den Anfang. Ich habe mir 600 Erfahrung pro Stück. 400 sogar, ne, 400, das ist nicht viel. Hi. Oh, du bist fast tot. Oh, oh, Verzeihung. Habe ich mir deinen Loot genommen? Das war nicht beabsichtigt. Ich dachte, derjenige ist tot oder hat ausgelockt oder wie auch immer. Habe ich mir einfach seinen Loot genommen. Das ist ja schade. Hat er endlich mit dem Gorilla die ganze Zeit gekämpft und dann... Möglicherweise kann man hier kein PvP machen. Der würde mich wahrscheinlich töten. Und PvP gibt es ja später auch noch. Kleiner Marder. So, weiter geht's. So, ein bisschen HP regenerieren, kann wirklich nicht schaden. Mach mal was Größeres, als das ist ein Keiler, ne? Okay. Der crittet ganz ordentlich, ey. Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung mir gebracht hat, aber er wächst ziemlich stark. Gehen wir auf Defense, Health, Defense, Damage. Na, die seht ihr ja oben rechts in der Minimap oder hier hinten. Und wenn die größer sind, die Kreise, dann sind die Gegner auch stärker. Ob die aber auch aggressiv sind, weiß ich gar nicht. Sie greifen jedenfalls zusammen an. Na, ich krieg zweimal Damage immer wieder. Aber ich krieg halt wirklich kaum noch 6 Damage. Was willst du eigentlich von mir? Ich weiß, du bist böse, dass ich deinen Loot genommen habe. Das tut mir auch leid. Lol. Ich bekomme einen Alpha. Scoreboard, weil ich bin halt alleiniger hier. Huch! Deine Dreckschlange. Und tschüss. Ach, das Leben eines Tigers. Ich bekam ein Alpha. Erstmal brauche ich Leben wieder. Was ist das hier? Check ich nicht. Check nicht, was das soll. Scheint
Vielleicht kann er da sein. Oh, ich bin der Alpha. Kämpft nicht gegen mich. Ja, keine Ahnung. Mit dem kriege ich anscheinend nicht wieder. Hier noch Attribute, können wir unser Health erhöhen auf 555. Ja, die großen Gegner, die Schlange zum Beispiel, die ist stark. Ich höre irgendwo noch andere. Und oh, die kommen glücklicherweise gerade nicht. Hat immer 112 Damage gemacht? Penner, Alter. 900 Erfahrung. Ich höre eine Schlange. Piu. 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 Ich weiß halt nicht, was ich da gemacht habe. Das ist ein. Ich weiß es nicht. Jetzt ist es weg. Defense. Tech muss man auch mal wieder höher machen, ne? Ich mache nämlich allzu viel Damage. Ich brauche auf jeden Fall auch mal wieder einen. Okay, 4 von euch sind eklig. Ach, man kann sich dann zurückspawnen, ne? Das ist quasi ein Teleporter. Verstehe, verstehe. Das 4 Stück davon ist ja auch irgendwie unfair. Ja, mal ein bisschen weiter gucken. Können die aber ein bisschen auslassen und zu größeren Dreiecken gehen. Die kann ich auch noch nicht killen, sind aber ein bisschen zu stark. Auf Masse gesehen auf jeden Fall. Die kann ich killen, ne? Ja. Und das ist immer gut. Ah ja, du willst doch schön auf mich. Du Mistvieh. Ja, wenn man sich hier mal alles vertraut, das wäre ein mega witziges Game. Oh, verdammt. Na gut. Mega witziges Game zusammen, dass man irgendwie so als Tiger hier komplett die gesamte Karte umnietet. Und man kriegt, glaube ich, Shared Experience, ne? Das heißt also, wenn jemand einen killt, dann kriegt der andere auch Erfahrung, wenn man mitgeholfen hat. Ja, 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 ich höre schon das Wildschwein hinter mir. Sonst habe ich irgendwie vorhin eine ungerade XP-Zahl bekommen. Deswegen habe ich auch so ungerade Zahl, 428. Die geben in der Regel immer glatte Zahlen. Witzig, witzig. Kann ich hier rüber? Verdammt, das Ende. So wie es auch auf der Map schon aussieht. Guck mal, da ist einer. Wenn wir zusammenlaufen. Mohammed. Mohammed, ich folge dir. Bin ich immer noch der? Ja, ich bin immer noch der. Ist jetzt mal ein Spawnpunkt hin oder halt auch nicht? Ich helfe dir, kein Ding. Zack, zack. 650 Erfahrung. Auf geht's zum nächsten. Kann man sich einfach die Karte hier angucken? Nee, ne? Doch da. Folgen wir einfach mal jemandem. Oh, der macht guten Damage, der hat leider, glaube ich, noch keinen Skill, ne? Mein kleiner Mate hier. Oh, pff, heilige Scheiße. New Skills available Slot Aura unlocked. Inflicts damage on the enemy twice with a sharp slash. Wo bist du? Bist du abgehauen, ey? Ist die einfach abgehauen? Rawr. Enhanced damage? Achso. Boost 30% cooldown 3 Sekunden, Effect Duration 10 Sekunden. Increases inflicted damage for a certain period of time. AOE Damage, wenn ich das richtig sehe. Damage over time, meine ich.
Standarderfahrung. Mhm. Da ist eine riesige Schlange. Ah, ja, 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 geh weg. Da ist nochmal eine fette Schlange, Alter. Ist ja abartig. ...1700 Erfahrung für die Schildkröte, die ich mir mal kurz mitgenommen habe. Oh, geh weg. Ich will nicht. Ist da Wasser? Komm ich da rüber? Ja, komm ich. Platsch, platsch, platsch. So, einer hinter mir nehmen. Attack wird erhöht. Attack wird erhöht und Health wird erhöht. Rawr. Was gibt's denn sonst hier noch so? Special. Frozen Ring. Poisonous Skin. Lava Burst als Tiger, ja, so eine Skills. Gehen wir mal ganz nach oben. Was ist denn da? Muss leider komplett außen lang. Eine Kobra. Naja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Und alle sind aggressiv, ey. Voll assi. Ein roter. Okay, da gibt's nichts Besonderes, wa? Dann und tschüss. Oder auch nicht. Doch. Funktionuckelt. Und, ah, verdammt, ich wollte runterspringen. Möchtest du das Wasser runterspringen? Ach, Menno, ihr seid Langweiler. Wollte ich einen schönen geilen Jump machen? Na, da hinten wäre vielleicht noch mal. Ach, da unten ist noch was Besonderes. Lass da ganz kurz noch hinjumpen. Gucken, was da so ist. Na, da unten muss ja auch was sein. Kann ich mein Speed noch verbessern? Gerade nicht, wa? Na, 120. Kritische Chance 5,84%. Achso, das Speed ist eh nur Attack Speed, wa? 37. Au, Alter. Ein Tiger ist aber auch nicht leicht, ey. Oh, was ist das denn? Geil, eine Ruine. Aber gibt es denn dort etwas? Kann ich springen? Ne, springen. Also mit Space zumindest nicht. Ich glaube, hier ist nichts, oder? Ein Eingang oder so gibt es ja vielleicht auch nicht. Vielleicht ein Dungeon oder so, weißt du? Aber sieht nicht so danach aus. Nun gut, Leute. Ja, da würde ich sagen, war es das gewesen mit dem Angespielt zu The Tiger. Sehr, sehr cooles Game auf jeden Fall. Und da würde ich sagen, danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Angespielt. Bis dahin. Ciao, ciao.